Kurz nochmal, wir sind Jonathan Beckerle von der Stop the Bomb-Kampagne. Ganz rechts neben mir sitzt Dr. Kasem Mousavi von der Green Party. Links neben mir Mina Ahadi vom Internationalen Komitee gegen Steinigung. Und ganz links Solmaz Shiba von der Gruppe 22 Akkordat. Ich stelle die Leute noch etwas genauer vor. Zuerst zu Dr. Kasem Mousavi. Er ist Sprecher, Europasprecher der Green Party of Iran und auch seit Beginn Mitglied von Stop the Bomb. Er hat in Berlin studiert und promoviert im Fachbereich Geotechnik. Vielleicht, sie war schon in der Schahzeit aktiv, ist dann nach Europa geflüchtet, nach einer Zeit in Iranisch-Kurdistan und ist seitdem auch hier in Europa politisch aktiv gewesen. 2001 gründete sie das Internationale Komitee gegen Steinigung, ein Netzwerk mit 200 Organisationen. 2004 gründete sie das Komitee gegen die Todesstrafe und als Koordinatorin und Sprecherin der beiden Komitees arbeitete sie weltweit mit Frauen- und Menschenrechtsorganisationen zusammen und rettete auf diese Weise vielen zum Tode verurteilten Menschen das Leben. Eine der letzten spektakulären Fälle, und über die wir hoffentlich jetzt hier auch gleich noch mehr hören werden, ist die Kampagne zur Rettung von Sakineh Ashtiani, die jetzt eine schreckliche Wendung genommen hat, weil der Anwalt von Sakineh jetzt offensichtlich unmittelbar von der Todesstrafe bedroht ist. Vielleicht noch ein weiteres Detail. Mina Ahadi ist auch beteiligt an der Gründung des Zentralrats der Ex-Muslime und wurde 2007 zur ersten Vorsitzenden des Vereins gewählt. Also wirklich eine sehr aktive, wichtige Arbeit, die sie machen. Und ich freue mich, dass sie heute hier sind. Ich bin Mina Ahadi und ich komme aus dem Iran. Seit 1996 bin ich in Deutschland und so wie Sie gehört haben, wir haben verschiedene Organisationen. Ich komme aus dem Iran und selbst habe ich schon erlebt, was bedeutet, wenn man eine Angehörige oder ein Mensch, die sehr viel liebt zum Beispiel, auf einmal Pastoran oder Revolutionwächter kommen zu uns zu Hause und zum Beispiel 1979 haben meinen Mann festgenommen, ich war zufällig nicht zu Hause und noch 5 andere Personen, die bei uns waren und nach einem Monat haben schon alle Männer hingerichtet und nur 2 Frauen freigelassen. Das habe ich schon erlebt und nachher, ich war ein Jahr in Teheran unter Grundlebens, habe ich erlebt auch, ohne Papier, ohne gar nichts, immer auf die Straße und ich erinnere mich sehr gut, ich durfte nur einen Tag oder eine Nacht mit meinem Bruder, also im Wohnung von meinem Bruder sein, weil alle haben eins gehabt. Das war so wie Hitler-Zeit in Deutschland, kann man schon vergleichen. Ich war eine Nacht bei Familie von meinem Bruder und er hat gesagt, um 5 Uhr ich muss gehen, weil er hat Angst gehabt, so wie ich gesagt habe. Und ich erinnere mich auch einmal, ich war mit einer Familie und der Mann hat gesagt, ja Mina, du kannst heute Nacht hier übernachten, aber wenn Pastoran oder Revolutionwächter hier kommen, dann du musst schon von 3. Etage dich runterlassen, weil ich möchte kein Problem bekommen. Und ich habe gesagt, okay, ich war sehr müde, heute bin ich auch ein bisschen müde, habe Kopfschmerzen und dort auch. Und hat gesagt, okay, du kannst heute übernachten. Das war ungefähr 2 Uhr Mitternacht, hat geklingelt jemand. Und der Mann ist zu mir gekommen und hat gesagt, bitte schön, Mina, wir sind jetzt hier und du musst schon etwas machen, weil ich habe ein kleines Kind und wir müssen schon unser Leben weiter. Ich habe gesagt, nein, kann ich nicht. Das war 3. Etage. Dann, die sind schon von Treppe hoch und noch hoch, also das hat geheißen, sie möchten nicht mich festnehmen, sondern eine andere Person, die in einer Nachbarwohnung war. Ich habe dort geguckt und ich habe gesehen, im Hof haben 2 Menschen erschossen, auf Deutsch. Und ich habe genau geguckt, das war Mitternacht. Und so habe ich ein Jahr in Teheran gelebt. Danach bin ich geflüchtet nach Kurdistan. 10 Jahre lang war ich dort. Und
Letzte 4 Jahre haben wir nur in Grenze Iran und Irak gelebt und ich habe sehr viel, also natürlich sehr viel erlebt dort und ich war verletzt von einem chemischen Luftangriff in Kurdistan. Dann bin ich nach Wien geflüchtet, 1990. Aber ich sage immer wieder, also mein Leben ist schon lange mit dieser Geschichte Kampf gegen Todesstrafe und Kampf gegen Steinigung verbunden, weil ich habe auch erlebt, wenn die Frauen gesteinigt werden, werden sind im Iran. Was hat bedeutet das? Damals habe ich auch gehört, wie wird das gemacht? Was soll das? Und habe ich schon gesehen, die Frauen werden gewickelt in ein Todeshemd auf die Straße gebracht, erniedrigt und stehen rundherum Männer und werfen so viele Steine, bis diese Frau tot ist. Damals habe ich gesagt, warte Mina, wenn die Weltöffentlichkeit von so etwas hört, die Uhren bleiben stehen, die Fabriken bleiben stehen. Aber ich bin jetzt 54 Jahre alt und schon seit 30 Jahren, ich kämpfe und wir kämpfen weiter, aber die Uhren sind nicht stehen geblieben. Wieso? Meine Frage ist das. Wieso? Wieso Weltöffentlichkeit in 21 Jahrhundert kann schon gleichgültig alle diese Elend sehen und gar nichts tun? Ich sage schon, also die Regierungen sind schuld und die deutsche Regierung und auch europäische Regierungen, die Augen zugemacht haben, sind schuld und nicht die Menschen. Ich habe 2001 mit mehreren Organisationen Komitee gegen Steinigung gegründet und wo ich die Augen von Menschen gucke und erkläre, was bedeutet Steinigung, alle sind dagegen, alle stehen auf. Aber ich habe schon erlebt in Deutschland und auch europaweit, das wird immer wieder ein anderes Bild über die Menschen, die im Iran, in Afghanistan, in Sudan leben, weltweit also protestiert, nämlich Iran ist ein islamisches Land und die Menschen sind Muslim, die haben andere Kultur, andere Mentalität und vielleicht tut es nicht weh, wenn eine Frau zu Hause geschlagen wird, Kopftuch tragen muss und auch gesteinigt werden sollte. Das ist ein Bild und ich freue mich, ich lebe noch, ich habe eine Revolution gesehen im Iran und in Laos und hat dieses Bild geändert. Ein Bild, die Revolution-Kinder, Facebook-Kinder gehen auf die Straße und erklären, nieder mit Diktatorregierungen, nieder mit Islamischer Republik und nieder mit islamischer, fanatischer, frauenfeindlicher Bewegung. Das ist der Bild, das ist eine neue Epoche, das ist eine neue Bewegung, die mich auch als eine 54-jährige alte Frau ungefähr sehr viel Hoffnung gibt. Ich denke, die Regierungen haben gar nichts getan. Nicht nur gegen Steinigung, gegen überhaupt nicht, aber haben auch versucht, durch die Medien ein Bild zu verbreiten, die Menschen oder Menschenrechtsorganisationen hat auch passiv gemacht. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe versucht und schon lange versuche ich erklären, Menschen, die im Iran, in Afghanistan, in Sudan, in Saudi-Arabien leben, die sind Menschen. Und Hauptidentität von uns alle ist Menschsein. Nicht Religionangehörigkeit, nicht Nationalität und nicht welche Ideologie wir haben oder welche Weltanschauung wir haben. Wir sind alle Menschen und jeder Mensch, der im Iran lebt oder in Afghanistan, wenn zu Hause geschlagen wird, das tut weh. Wenn Kopftuch tragen muss, das ist eine Erniedrigung. Und wenn steinigen werden sollte, das ist unmenschlich, das ist barbarisch, das ist ein Angriff gegen alle Frauen weltweit. Okay, in Ausland habe ich verschiedene Organisationen gegründet oder mit verschiedenen Organisationen gearbeitet. Ich habe 10 Minuten Zeit, aber ich bin erste Mal hier in Hamburg. Und ich möchte auch erklären, wir haben 2007 eine Zentralrat der Ex-Muslime gegründet. Ich bin Vorsitzende dieser Organisation auch, weil ich war skeptisch und kritisch gegenüber deutscher Regierung und Zusammenarbeit von deutscher Regierung mit islamischen Organisationen genau in Deutschland. Ich denke, die politische Islam im Iran, in Afghanistan, in Sudan hat eine Merkmale und das ist Frauenfeindlichkeit. Und ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist Kopftuch. Also Kopftuch, eine Zeichen, eine Flagge von politischem Islam. Und versuchen diese Organisationen hier in Deutschland auch so etwas machen und versuchen sich einmischen in Politik und in Alltag der von uns. Dann habe ich immer wieder versucht gegen protestieren, aber es gab keine Möglichkeit.
Dann haben wir gedacht, wir machen eine Provokation. Wir haben das getan. Zentrale der Ex-Muslimen. Alle Vorsitzenden von islamischen Organisationen sind Männer und ich bin eine Frau. Vorsitzende der Zentrale der Ex-Muslimen. Allein deswegen, weil ich möchte eine Provokation.